Kata Nummer 2, Ushiro. Ushiro heißt rückwärts oder zurück. Da der Gegner immer von derselben Seite kommt, muss ich mich drehen. Es gilt im Prinzip alles wie bei der ersten Katamari auch, nur dass wir eine Drehung drin haben und dann mit dem anderen Fuß vorne sind. Also, die Drehung beginnt damit, ich greife, ich sehe meinen Gegner und ich nehme zuerst den linken Fuß, nicht den rechten, weil dann würde ich mich öffnen und schlecht stehen. Ich drehe den linken Fuß 90 Grad, sehe meinen Gegner, drehe mich um und habe meinen Gegner im Bewusstsein. Ich knie ab, lege die Füße ab, gehe langsam runter, lege die Sage zur Seite, Hände in die Mitte der Oberschenkel, greife, lösen mit dem Daumen, Zehen aufstellen, auf dem rechten Knie und dem linken Fuß drehen, umsetzen, schneiden, vorrutschen, schneiden. Ochimori, Fußwechsel, Noto. Nochmal zur Drehung. Die Drehung sieht so aus, das rechte Knie und der linke Fuß bleiben am Boden. Ich gehe hoch, löse, stelle die Zehen auf, drehe hier. Fuß bleibt da, wo er vorher auch ist. Und ich ziehe das Schwert erst, wenn ich an einem möglicherweise da sitzenden Gegner vorbei bin. Ich ziehe nicht hier schon. Das macht mich auch exzentrisch. Ich ziehe erst hier. Drehe waagerecht. Schneide in dem Moment, wo ich die Füße umsetze, die dann beide in dieselbe Richtung gucken. Ja? Der hintere Fuß muss gerade stehen. Der vordere Fuß muss gerade stehen. Schwert und Füße schauen immer in dieselbe Richtung. Sonst gibt es dazu nichts zu sagen.